Antarktis sogar. Und packen wir das aus vor dem Zuchtbecken. Ja. Können wir doch machen. Komm, dann fahren wir das mal vor. Was ist denn hier überhaupt los? Da siehst du schön unsere Boxen, ne? Die Papierboxen. Sieht man die mal in Action? Also da kommt natürlich noch Füllmaterial rein. Für alle Schlauschlümpfe, die jetzt schimpfen. Da kommt natürlich noch was rein. Die Jungs bereiten gerade die Lieferungen für heute vor. Und das funktioniert wirklich mit diesen Papierboxen mega gut. Ne? Früher hatten wir auch so die Styro-Box-Nummer. Wir hatten mal Stroh im Video drin. Das ist aber auch nicht mehr aktuell. Stroh hatten wir vorher. Ja. Und jetzt haben wir diese dünnen Papierlagen. Die haben einfach nochmal den Vorteil, dass die von der Lagerung her nochmal viel, viel einfacher und viel, viel kompakter sind. So, dann holen wir mal unser schönes Objekt der Begierde hier vorne. Das große schwarze Hochhaus. Das große schwarze Ding. Schauen wir mal rein, was da los ist. Du hast echt gefühlt jeden Tag Weihnachten, Flo. Ja. Von was für Ostern. Pakete du bekommst, weißt du, wie ich meine? Ja. So. Gut. Leute. Soll ich mal, ich labe einfach los, ne? Ja. Du hast auch noch überhaupt nichts erzählt. Stimmt. Also erstmal einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, zu einem neuen Video von Plankton Plus Aquaristik. Heute mit einem neuen Becken. Das kam nämlich heute ganz spontan. Und dann habe ich mir gedacht, machen wir ganz spontan ein Video und gucken uns das an. Ich habe es nämlich auch noch nicht gesehen. Es gibt nämlich von DD ein neues Becken in den Maßen 60 x 60 x 60 cm, also quasi ein Cube. In etwas größer. Man kennt ja nur so diese Nano-Cubes ein bisschen. Und du siehst schon, das ist schon vom Maß her ein bisschen was Größeres. Deswegen würde ich sagen, wir gucken einfach mal rein und machen ein Unboxing. Unboxing XXL. Ein Unboxing. Was mich schon mal stutzig macht, sind hier diese Teile hier oben. Ich bin mal gespannt, was das sein soll. Weil das ist normalerweise nicht mit dabei. Dann gucken wir da mal rein. Was erwartest du dir jetzt von der gewohnten DD-Qualität? Ich bin jetzt mal auf den Unterschrank gespannt, weil das sind so diese klassischen Schränke, die man ja kennt, auch von den ProReef-Aquarien mit diesen etwas eingefallenen Türen, die so ein bisschen zurückstehen. Das haben wir an unserem 1200er, an unserem Bekannten. Deswegen würde ich sagen, schauen wir jetzt einfach mal. Aber jetzt würde mich erstmal interessieren, was das hier oben ist. Was könnte das sein, Flo? Ah, das gehört woanders dazu. Das sind Ersatztüren. Wir haben uns mal ein paar Ersatztüren für die Becken bestellt, weil die Türen ist natürlich so das Erste, was auch mal beim Transport vielleicht mal leiden kann. Deswegen, das ist das. Also das gehört jetzt gar nicht zum Becken dazu, das ist jetzt einfach auf der Palette mit drauf. Mal. Das sieht auf jeden Fall auch mal wieder nach... Ah ne, das ist ein Schrank, ich wollte sagen, das sieht nach Poolbecken aus. Aber ja, das ist wieder in so einer fetten Holzkiste. So, gucken Sie mal. Wie Sie sehen Sie nichts, aber da seht ihr auch mal, wie geil die Dinger eingepackt sind. Wenn du dir da andere Hersteller anschaust, wie die Aquarien liefern, ne? So einer besseren Pappschachtel. Also das ist schon hier... Wenn man jetzt das Becken bestellt, kommt das eins zu eins so auch zu Hause an? Ja, das kommt genauso. Ja, das ist schon ordentlich. Also da bist du ganz schön beschäftigt, bis du so ein Ding zusammen baust. Ne? Also auch mit den Innenkartons nochmal als Schutz. Also da kann wirklich nichts passieren. Hatten wir auch noch nie, dass beim Transport bei den Dingern mal was kaputt gegangen ist. Hat man noch wirklich noch nie. Also, aber ja, seht ihr ja, was. Spitzen wir mal rein hier in die Box. Ich kann nur empfehlen, wenn ihr euch ein DD-Becken bestellt und ihr habt keinen Akkuschrauber, lieber gleich mitbestellen. Ja, genau. Oder zumindest ausleihen oder irgendwie, aber normalerweise sollte ja eigentlich jemand sowas haben. Also, aber als wenn du hier mit dem Schraubenzieher oder mit dem Schraubendreher anfängst, da glücklich wirst. Oder den Plankton Plus Auspackdienst bestellen. Oder nur das. Zum Auspacken. Oder das. So, schauen wir mal. Sag mal! Ui, oh. Leute, nee! Ach, das ist so wie wenn du an Weihnachten ein Geschenk aufmachst, am Anfang noch so ganz vorsichtig und irgendwann, ah komm, Schwester! Ah komm, was soll's? Die oder die andere Schraube? Ja.
Aber das ist doch keine 60 hoch. Nee, das ist nicht 60 hoch. Nee, das ist. Nee, das ist ja eh anders. Das ist eine andere Maße. Das ist doch. Also messen wir gleich mal. 50 hoch höchstens. Ja. Aber ist auch gut, finde ich. Ich finde es besser, wenn es. Ja, ich auch, weil ich finde halt, Scapen ist bei hohen Aquarien immer extrem schwierig. 47, 60, 60. Also nicht 60 mal 60 mal 60, ist natürlich Quatsch, sondern 60 mal 60 mal 47. Das finde ich auch schöner. Finde ich auch schöner, auf jeden Fall. Ja, geil. Genauso wie das 1200 auch mit diesen Angeln. Wie so eine Säule aus dem Griechenland. Genau, ja. Oh, schauen Sie mal. Hat irgendwie was vom Tresor, oder? Ja, stimmt, ja. Auch schön, dass hier wieder diese Moosgummi oder diese Unterlage direkt mit drauf ist. Auch schön. So, bereit? Gucken wir mal rein. Im Prinzip das Technik-Backend-Setup, wie wir es immer haben, auch beim 1200er und beim 900er. Das ist die Verrohrung hier. Da siehst du schon hier hinten. Natürlich platztechnisch nicht so wie beim 1200er. Ne? Ja, das merkt man schon, gell? Ja, also das ist aber auch wieder Clarisy vorbereitet. Das heißt, du siehst schon, das kann man einfach rausnehmen, Clarisy reinstellen, mit rein verrohren, fertig. Also auch da für so ein kleines Becken schon geil. Hinten ist die Förderpumpenkammer, links ist das Osmosewasserabteil. Also vom Konzept her genauso, nur halt kleiner. Sieht schon gut aus. Also ich muss sagen, die Maße gefallen mir wirklich richtig gut. Ich finde es auch schön, dass sie den Schacht wieder so aufgenommen haben, mit diesem schrägen Ablauf. Das finde ich sehr cool. Durchgängig diesmal. Durchgängig, ne? Diesmal durchgängig. Ja gut, auch dem Platz geschuldet halt. Ne? Aber ich finde es immer schön, wenn du keinen so einen fetten Klotz da drin stehen hast. Also von daher ist es eine schöne Sache. Wir haben hier wieder, wie auch jetzt bei unserem Shallow-Aquarium, bei dem Plankton Plus Shallow Reef, haben wir zwei Auslässe dabei. Einmal diesen normalen, klassischen. Und einmal diesen Verwirbler. Ob das jetzt was bringt, weiß ich nicht, aber also müsste man mal im Betrieb sehen. Ne? Wir meckern ja immer auf hohem Niveau. Ja, ja, ja. Man muss sagen, ich denke, das ist produktionstechnisch geschuldet. Das sieht ja nach 3D-Druck aus, und das nach Fertigteil. Ja. Ich fände es schon schöner, wenn man alles in Schwarz hätte, ne? Weil die grauen Rohre hinten. Man könnte theoretisch das ein bisschen hier anders setzen, aber ja, wie du sagst, das ist meckern auf hohem Niveau. Ich glaube, da findest du kein Aquariumsystem, das wirklich komplett perfekt ist. Ja, also deswegen sehe ich auch so. Deswegen greifen ja auch viele auf den individuellen Aquariumbau zurück, weil du da natürlich gerade solche Kleinigkeiten gut steuern kannst. Und das will ja auch jeder anders, muss auch sagen. Von daher, das ist schon gut so. Was haben wir für ein Glas? Wir haben ein wieder komplettes Weißglas-Becken mit einem 12er-Glas, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, das ist ein 12er-Glas. Wer die DD-Serie kennt, und das tun in der Regel die Leute, wenn sie unseren Kanal gucken, weil wir das ja sehr oft zeigen. Das ist im Prinzip wieder die gewohnte DD-Qualität im gewohnten DD-Dress. Etwas kleiner. Nochmal etwas kleiner als Cube, als Würfel, wie auch immer man es bezeichnen möchte. Wir haben es jetzt hier wieder in Gloss Anthrazit, so wie wir hier alle Becken bei uns stehen haben. Einfach, dass das vernünftig einheitlich aussieht. Gibt es natürlich wieder in allen Farben, die ihr euch vorstellen könnt. Grau, schwarz, weiß, Holz, verschiedene Holzdekore. Matt, meine ich, gibt es auch. Es gibt es, meine ich, auch in Matt. Glaube ich. Bis dieses Video online kommt, ist auch das Becken online. Und dann seht ihr alle Optionen, die ihr habt. Wir verlinken das in der Videobeschreibung, da könnt ihr da nachgucken. Gucken wir mal hier rein. Da geht's auf. Ist natürlich dieses Mal jetzt nur eine Tür. Das ist ganz ungewohnt, weil wenn du an den DFD-Becken rangehst, dann wirst du immer so diesen Move machen. Aber hast hier jetzt natürlich nicht. Hier reicht natürlich eine Tür. Auch hier alles wie gewohnt. Wir haben uns das Technikbecken gerade eben schon mal kurz angeguckt. Ist von der Aufteilung her genauso wie auch in einem 1200er. Nur natürlich etwas kleiner. Du hast aber trotzdem die Option Clarisy Fließfilter. Du hast trotzdem das separate Osmosewasserbecken. Und du hast trotzdem hinten natürlich Förderpumpenkammer, damit du vernünftig deine Technik hier verbauen kannst. Und Verrohrung. Also, Verrohrung ist natürlich alles dabei, haben wir jetzt noch eingepackt hier, das machen wir bei Gelegenheit. Aber das ist auch wie immer Plug and Play,
von oben rein, von unten rein, dann wird es verschraubt und Thema ist erledigt. Also, hast du schon einen Preis? Preis habe ich bestimmt 1.399 Euro. Ja. Kostet das. Kostet Lachs. Wenn ihr sowas haben möchtet, wie gesagt, Farben, verschiedene gibt es. 1.399 Euro im Shop verfügbar. Wir verlinken euch das Ganze in der Videobeschreibung, wenn ihr Bock habt. Wir haben es hier im Geschäft stehen. Wenn ihr Lust habt, schaut es euch an. Schaut es euch an. Ist das Deutsch? Schaut es euch an. Also wenn du keine Zeit hast, dann machst du so blablabla. Genau. Schaut es euch an. Wir haben es im Shop stehen. Was machen wir für Technik rein? Weiß ich noch gar nicht. Schau mal, überlegen. Willst du es befüllen? Das muss ich mit dem Herrn Michael besprechen. Ich wollte gerade sagen, wie viele Becken musst du denn noch befüllen gerade? Ich glaube, 5. Es sind etliche noch da, ja. Es wird gerade ein bisschen viel, aber das kriegen wir hin. Das ist eigentlich ein schönes Bürobecken. In diesem Sinne. Danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Video. Dankeschön. Fleißig kommentieren. Ich muss jetzt mal wieder ins Geschäft vor, weil hier sind so viele Leute da. Von daher, bis zum nächsten Mal. Ciao.